Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch mal diese Kommode hier ein bisschen aufpimpen. Also aufhübschen, wie auch immer. Ihr habt die ja in einigen Videos, habt ihr die schon im Hintergrund mal gesehen. Und ich denke, die meisten kennen die auch. Dies ist eine Hemmnis von Ikea. Und ja, ich habe das schon lange vorgehabt und dann habe ich mal hier diese Pappe entdeckt. Und das sind so, ja, schöne Farben, fand ich. Und ja, genau in so einen Farben möchte ich diese Kommode mit euch, ja, die Farbe aufsprühen, ja, in verschiedenen Farben. Also, die Farben werden sich ein bisschen wiederholen natürlich, aber so habe ich mir das jetzt mal gedacht. Und ja, wir starten jetzt einfach mal. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die Farben. Ja, hier habe ich so ein Salbei. Das ist eine ganz schöne Farbe, weil die eine Wand eben auch so ein Lindgrün hat. Das war schon hier in der Wohnung, als ich eingezogen bin. Also ich hätte es mir nicht gemacht, aber mittlerweile finde ich das auch ganz schön. Dann habe ich hier so ein zartes Gelb. Und dann habe ich hier noch so Schalki-Schick heißt es. Das muss man ja mit dem Pinsel auftragen. Also ich habe es noch nicht gemacht. Wir probieren hier auch so ein bisschen Grau noch. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich die Knöpfe, die ihr ja hier seht, die werde ich mit ansprühen. Erst habe ich überlegt, ob ich neue Knöpfe ranmache. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön aussieht, wenn die gleiche Farbe haben wie die Kommode. Und ihr seht es jetzt schon da. Wir werden natürlich, oder ich werde, wir werden um jede einzelne Schublade auch so eine Pappe drumherum kleben. Weil es soll ja immer nur diese eine Schublade dieser Farbe bekommen. Ja, und ihr seht es jetzt. Ich habe jetzt hier einmal um diese Schublade, das ist ja die unbequemste, huch, siehst du, geht schon mal. Also ich wollte gerade sagen, ich habe hier Pappe drumherum geklebt. Das ist die in der Ecke. Das ist die unbequemste von allen. Und deshalb wollte ich mit der mal starten. Und da starten wir mal mit diesem, ja, Mistel heißt diese Farbe und die Farbe ist Schalki Schick. Und wie immer ist es super, super wichtig, erstmal ordentlich zu füttern. Ja, und jetzt starten wir mal. Und da das mal nicht richtig hält, halte ich jetzt hier mal diese Pappe runter. Ja. Und das erste Mal machen wir auch wirklich nur zart. Ich denke, wir werden es vielleicht zweimal machen müssen, weil ich habe schon mal damals, als wir das Sukkulentendörfchen gemacht haben, wenn man es zu doll macht, dann, ja, dann läuft es einfach runter. Und das wollen wir ja nicht. So soll das jetzt mal trocknen. Und jetzt gehen wir mal hier rüber zu einer größeren. Ja, und jetzt machen wir mal diese große hier. Und ich habe hier oben schon die Pappe, das habe ich einfach nur gegengestellt. Ich halte jetzt mal die Pappe dagegen. Das hat hier drüben eben ganz gut geklappt, weil es klebt sich halt irgendwie auch ein bisschen doof fest. Los geht's! Ja, ist noch ein bisschen scheckig. Ja, wie immer, die treuen Zuschauer wissen, dass ich euch das nachher alles nochmal von Namen zeige. Ja, und jetzt haben wir mal so eine Farbe. Ja, ist mir auch schon mal gut. Ja, machen wir jetzt unten drunter noch eine Rose auch in der Farbe. Ja, und jetzt habe ich hier noch mal diese Schalki-Farbe und die will ich tatsächlich mal mit dem Pinsel auftragen. Das geht auch ganz gut. Das ist dann ja ein bisschen mühseliger, sage ich mal, aber ich hatte davon noch diese Farbe, dieses Hellblau und deshalb fand ich, das passt ganz gut dazu. Ja, das ist ein bisschen gestreifter, finde ich aber auch ganz schön eigentlich, weil bei dem Gelb habe ich es mal wieder eben probiert, da ist die Düse verstopft, das können wir nicht nehmen. Schon sehr pastellig, aber auch
Chevy-mäßig. Der Vorteil, wenn man das mit dem Pinsel macht, muss man auch nicht so viel drumrum abkleben. Und das haben wir natürlich jetzt eben auch erst gemerkt. Ja, jetzt haben wir hellblau. Jetzt sehe ich gerade oben, habe ich es nach unten gepinselt und hier habe ich es nach quer gestrichen. Also ich glaube, da muss ich es hier nochmal nach unten machen, damit das ein bisschen gleichmäßig ist. Ja, jetzt haben wir noch zwei Schubladen und die machen wir in so einem Grau. Eine kleine und eine große unten noch. Ja, Knöpfe nicht vergessen. So, dann kann das trocknen. Und jetzt kommt noch ganz unten eine. Hier oben haben wir jetzt schon blau. Und da, ich denke, ganz so super seht ihr das jetzt noch nicht. Ich zeige euch das gleich nochmal von nahem. Und da kommt jetzt noch so ein bisschen grau rüber. So sieht die Kommode jetzt aus. Muss jetzt noch ein bisschen trocknen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Den Rand hier oben muss ich vielleicht nochmal machen. Aber ich dachte ja, ich muss das eigentlich auch zweimal machen, aber das ist gar nicht notwendig, weil es ist ja so, so eine zarten Farben. Und ich zeige es euch jetzt nochmal von nahem. Und dann ja, bin ich ja mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, und jetzt fangen wir mal hier oben an. Das ist so ein bisschen... ja, scheckig, nicht scheckig, sondern ja, so nicht einheitlich. Und das finde ich gerade sehr schön. Also oben habe ich grau und blau. Dann ist hier dieses Lindgrün oder Mistel. Dann grau. Ja, zartrosa und blau. Das sind alles schöne Pastelltöne. Und ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, dass ich auch eine gelbe Sprühdose da habe. Da hat ja der Sprüher nicht funktioniert, wie das leider ab und zu bei diesen Dosen ist. Aber das finde ich jetzt im Nachhinein richtig gut, weil gelb hätte da gar nicht so richtig gut zu gepasst, finde ich. Und ich freue mich natürlich, dass ihr heute wieder hier dabei wart. Und genauso freue ich mich natürlich auch, wenn ihr nette Kommentare darunter schreibt und das Video auch liked. Und ja... damit ihr auch ja nichts verpasst, weil normalerweise ist es so, dass ich immer jeden Samstag um 8 Uhr ein Video hochlade. Manchmal aber auch mal zwischendurch. Und damit ihr da ja nichts verpasst, empfehle ich euch, dass ihr den Kanal abonniert. Und ja, ich freue mich natürlich super darüber. Ja? Und dann sage ich jetzt mal, wann auch immer es sein wird, tschüss, bis zum nächsten Video.